Kinder dieses Jahr hier dabei. So wie alle unsere Sponsoren, das natürlich es möglich macht, dieses Turnier überhaupt stattfinden zu lassen. So, zurück zum Spiel. Mit der Nummer 3, glaube ich, ist das. Das ist Anka. Sucht er die Lücke, Sie sehen, er wird abgedrängt da vom Sommer. Er muss aufpassen, dass das Wegerecht nicht nehmen. Und genau das ist gerade passiert. Eduardo Anka hatte das. Kein Problem mit dem Zuschauer, und das kennen wir. Die erkläre ich Ihnen dann, wenn es soweit ist. Jetzt erneut der Angriffversuch. Und da wurde wieder das Leben unmittelbar vor dem Spieler. So, jetzt mal gucken. Schockgebildung. Was kann sie hier machen? Lässt den Ball liegen. Eduardo Anka abgelehnt, der Ball ist noch im Spielfeld. Dann kommt Otto. Könnte man pfeifen, er versucht den anderen direkt, gut abgewehrt von der Nummer 2 von Enno Krams. Und jetzt eine Möglichkeit, oh, da hat er hier von Anka, Sie sehen, wie er sich da den ersten, den zweiten Spieler zurechtlegt, so weit kommt er, kann sich diesen Ball nehmen, schöne kleine Backhand, also eine offene Rückhand von der Nummer 2 von Strenker, glaube ich, war das, holt sich den Ball zurück, aber Anka passt natürlich noch, lässt nichts anbringen, dann Anka, sehr schön sehen, auf der linken Seite die sogenannte Nearside-Backhand, schön gemacht von der Nummer 1 von Enno. So, Ball ist wieder eingeworfen, jetzt geht's weiter. In den verbleibenden etwas über 2 Minuten. Anka holt sich den Ball, Eduardo Anka,